Ich kann dir gar nicht richtig folgen, weil die so schnell fliegt. Ja. Damit war sie im Kräutertee dabei, ne? Das ist gut. Oh, ja, jetzt habe ich wieder 4 oder 5. Ich weiß es nicht mehr. Das war ich auch nicht. Wenn du eine Leine haben willst, ich habe eine dabei. Nö, die fliegt mir doch nach. Ja, yeah, das ist richtig. Ja, ich weiß bloß nicht, wie die hierher kam. Weil vom Ding hierher, das ist schon ein bisschen weit. Ne? Vom Marmeladenglas. Oh, Chocobos. Ein bisschen sehr weit tatsächlich. Ja, das sind aber die einfachen, normalen, gelben Schokobos. Das sind die gelben, die will ich nicht. Die können nicht fliegen, die können nicht über Wasser laufen. Genau, ich bin da vielleicht ein bisschen wählerisch. Warte. Ja, warte. Hier sind Lamas. Doch, hier sind Lamas. Wir haben noch gar keine. Mensch, wir brauchen Lamas. Wir haben echt noch keine Lamas? Nö, haben wir eine Lama-Farm aufgeschrieben? Nein, ich habe aber nur eine Leine. Achso. Du machst die also gar nicht einfach. Ja, soll ich ein braunes mitnehmen oder auch ein weißes? Kann man die vermehren? Ich denke schon, ja. Oh Gott. Lama. Weißt du was? Ich glaube, ich nehme noch ein weiteres Lama mit. Dann kann ich nämlich eins in die Hand nehmen und das andere. Läuft dir nach? Läuft mir nach? Konnte man eine Kolonne machen? Jetzt müssten die eigentlich alle nachlaufen, oder? Oh Gott. Jetzt ist ja richtig rund hier. Okay, jetzt laufen die alle nach. Nee, da hinten ist doch eins, da dir ist doch eins. Auf meinen Berg. Es ist sehr lustig, wenn man kurze Shorts macht oder so kurze Videos, ne, wo man sich tatsächlich informiert, so über lustige Easter Eggs, da lernt man tatsächlich noch was. Und in dem Fall weiß ich, wenn du ein Lama mit Leine nimmst, dann geht die ganze Herde mit. Wo müsste ich eigentlich hin? Ja, nach Hause. Wo ist unser Zuhause? Und warum ist wieder dunkel? Lama, Dark. Ich schlaf mal schnell. Lama, Hirte. Können die Viecher schwimmen? Ja, es dauert aber. Ja, warte, ich muss dich jetzt mal überholen. Ich möchte mal ein Bild machen. Das sieht so lustig aus. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin müssen. F2. Wie sie alle durch die Gegend rennen. Wieso irre. Schön. Jetzt haben wir eine ganze Herde Lamas. Ja, wir müssen aber erstmal irgendwie über den Fluss kommen, du. Ach so, sind wir so weit weg? Ach so, wir sind hinterm Dorf und hinterm Rotholzwald. Ja. Waren wir hier schon mal? Ja, waren wir. Aber ja. Nicht auf dem Felsen, deswegen wussten wir es nicht. Also, wo ist eine... Die können schwimmen, hast du gesagt, oder nicht? Die können theoretisch schwimmen. Das dauert aber ewig, bis die drüben weiter, sind. Weiter links wäre im Bereich da, wo es sehr schmal ist mit der Ding. Ja. Ansonsten kann man direkt übers Dorf unten gehen. Dorf ist komplett angebunden. Da muss man dann bloß einmal hinten beim Friedhof rein. Ja, aber ich glaube, das dauert mir zu lange. Ich habe aber nicht so viel Erde für einen Kackstift, glaube ich. Warte mal, ich komme. Ich hätte genug Erde dabei, aber das ist hier so kurz. Ich glaube, da kann ich die Viecher jetzt auch nur falsch übertragen. Oh, Entschuldigung, das war ich gerade. Ich bin gehupft. Ich bin gesprungen, Mensch. Das hat ein bisschen geleckt. Ja, das hat nicht nur ein bisschen geleckt, das hat ganz schön doll geleckt, du. Ja, ich sag ja. Also die kommen jetzt aber nicht hinterher. Nee, dann musst du die nochmal wieder rübertragen, wahrscheinlich. Muss ich doch Kackstift machen? Das weiß ich nicht, ob du Stift kacken musst. Ich kack mal. Ich kack hier einen Stift hin. Und jetzt ist der Weg hergestellt. Aber die blöden Lamas wollen trotzdem nicht. Hm? Oh, jetzt kommt der eine. Der eine Lama. So, jetzt. Guck mich doch nicht so an, du komisches weißes Viech, du. Ja, jetzt kommen sie. Na komm. Hm. Oh, hast du eigentlich den Trailer zu Minecraft, zu dem Film gesehen? Nein, habe ich nicht. Und ich habe mir auch die ganzen Reactions auf den Film nicht angeguckt. Das ist, ich meine, einerseits fand ich es cool, ne, weil halt die Karawane ist kaputt. Warum? Weiß ich nicht, die folgen mir jetzt nicht mehr. Ja, dann musst du das eine ableinen und dann nochmal neu anleihen. Hast du kaputt gemacht. Okay, jetzt laufen sie wieder alle nach. Okay. Jo, kommt die jetzt wieder?
Ja, also die sind ja gerade eigentlich alle wieder nachgelaufen. Jetzt nicht mehr? Nee. Ich hab das Spiel gerade wieder neu beleint, aber. Irgendwie gibt es gerade nur ein Viech, das wirklich geil auf das andere ist. Die anderen bleiben alle weg. Mensch, was machst du denn? Musst du wieder an ihm vorbeilaufen? Mit deinem angeleinten Lama? Scheinbar bringt das nichts. Gib mir mal. Okay. Ich nehme jetzt mal das hier. Ich hab das kaputt gemacht. Mensch, du hast die Karawane kaputt gemacht. Du Horst. Nee, ich bin nicht Horst, ich bin Hermann. Hast du die Leine noch? Ja, ich hab die Leine noch, aber irgendwie. Oh, hier ist eine Biene. Wollen die nicht? Du hast jetzt echt die Karawane kaputt gemacht, Mensch. Aber wie? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wirklich. Geht auf jeden Fall nicht mehr. Wahrscheinlich wirklich mit dem Fluss oder so, weil das nicht ging. Darüber. Ich trage jetzt den Lama nach Hause. So eine Scheiße. Stellt jetzt mal nochmal hier. Hat er auf dem Fleck. Wie viel waren es denn? Waren es 5 oder waren es 4? Lamas? Waren es, glaube ich, 6. Ich habe jetzt gerade eins in der Hand. Okay, da drüben ist noch eins. Das muss ich noch holen. Wir haben, glaube ich, 2 braune oder so und ein paar weiße. Okay, jetzt mache ich mal nochmal. Okay, ich glaube, ich habe Glück und die Karawanenbildung hat jetzt funktioniert. Ja, schaut gut aus. Okay, wo muss ich jetzt hin? Nach Hause? Radau, ich follow me. Ist gar nicht so einfach, weil jetzt ist natürlich hier das Terrain. Ich habe natürlich auch noch meine LA da, ne? Ja, natürlich. So, Mädels, kommt ihr? Schön, mit der LA noch. Sicher, dass die alle weiblich sind, die Lamas? Nee, weiß ich nicht. Dann könnten wir die auf jeden Fall nicht vermehren, wenn sie alle Weibchen sind, du. Weiß ich nicht. Ich schaue jetzt, dass ich die nach Hause bringe. Natürlich, jetzt geht's hier natürlich in die Schlucht. Das ist natürlich ganz toll. Mhm. Muss ich jetzt auch noch durch den Wald gehen. Ich hoffe, die stürzen jetzt nicht ab. Klatsch. Okay, LA ist da und 5 Lamas. Okay. Ich glaube, das sieht gut aus, du. Lama. Lama, 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 oh Gott. Das stimmt nicht mit dir. Ja. Haben wir schon mal erwähnt, dass gewisse YouTuber und gewisse Lieder irgendwie Schäden in einem hinterlassen? Ja? Ich kann zum Beispiel nie eine Biene anschauen, ohne an Dirty White Paint und seine Ich bin eine Biene denken. Also geht nicht. Ja? Das glaube ich dir. In einem kaputt, das ist wie mit Lamas mit Hüten und ja. Karl, da liegt ein toter Mensch in unserem Haus. Mann, oder Züge. Ich kann nie wieder Züge anschauen. Weil ich dann immer daran denke an. Ich mag Züge. Lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Hallo? Ja, was ist los? Ich bin Viking. Kann mir sein, dass bei dir wieder das Internet broken ist? Ist das Internet broken? Das weiß ich nicht. Ich höre dich, aber du hörst mich auch nicht richtig mehr. Ich werde zu mir, Mensch. Ja, da ist er aber noch. Ja, ich bin noch da. Ich bin da auch und kriegt selber nicht mit. Was tue ich? Mein Headset. Was ist jetzt los? Hallo? Ja? Hä? Ich hatte gerade keinen Sound. Ich rede hier die ganze Zeit und sag hier Lamas mit Hüten und Internet und YouTuber haben einen kaputt gemacht. Man denkt ständig an irgendwelche Dinge und auf einmal Lülülü. Das haben wir alles gehört. Nur das Lülülü halt nicht. Du hast es gehört, aber du hast nicht geantwortet. Doch, geantwortet habe ich auch. Nö, ich habe nichts gehört von deiner Antwort. Ich habe mit dir geredet. Ja, das ist ja das Problem. Ich habe nichts gehört. Seitdem ich das gesagt habe, dass gewisse YouTuber und ihre Formate einen geschädigt haben, seitdem habe ich nichts mehr von dir gehört. Oh. Ich weiß nicht, warum. Das weiß ich auch nicht. Das war ganz komisch, du. Ja, das glaube ich dir. Das hat mich jetzt ein bisschen verstört, dass ich jetzt hier ganz alleine mit der Karawane und meiner LA durch die Bude laufe. Wo war eigentlich die Karawane hin, Jettchen? Die packen wir jetzt entweder erstmal in den Kuhstall oder zum Schweinestall eher nicht, ne? Nee, würde ich auch sagen. Kuhstall? Was für ein Kuhstall? Ach so, der Kuhstall. Kuh- oder Schafstall, oder was meinst du? Ich weiß nicht. Ist es nicht zu weit weg?
nicht, weil ich dann wieder über irgendwelche Dinge laufen muss, ne? Über irgendwelche. Habe ich ein bisschen Angst, ne? Bitte ja, falls ich mir hier rein damals. Ich verstehe, ich verstehe. Wegen Brücke, ne? Wasser und so. Nicht, dass dann die Karawane wieder. Wieder Brücke, nicht? Ja. Ja, sonst stellen wir die erstmal, keine Ahnung, vors Haus oder so. Hey, wir haben Lamas gefunden. Lamas mit Hüten. Haben wir Hüte für die Lamas? Ja, wir haben mit Sicherheit genügend Hüte, aber die Frage ist, ob die Lamas die aufsetzen können. Ich glaube nämlich nicht. Nee, ich glaube auch nicht. So, jetzt, wo sind sie? Jetzt, kommen sie. Ich habe mit diesem ätzenden Lama in der Tasche, in den Händen rum. Mann, wo soll ich das hinsetzen? Ich habe keine Ahnung. Ja, mein Gott, ich laufe ja auch mit Lamas rum. Beschwer dich nicht. Wir laufen sie hinterher. Ich habe die ganze Zeit so einen Lama-Arsch im Gesicht. So viel zum Thema, wir bauen eine Brauerei. Ja, Holzle, willkommen, wir bauen jetzt heute eine Brauerei. Und ja, Minuten später. Oh, Lamas. Ja. So typisch. Es ist einfach so typisch für uns. Ich wollte sagen, das überrascht dich jetzt nicht wirklich, oder? Nein, nicht wirklich. Also eigentlich gar nicht. Das ist immer das Gleiche. Also der Pferdestall ist voll, da können wir sie nicht reinsetzen. Kuhstall und Schwein und generell die ganzen Ställe sind eigentlich so voll. Okay, ja, Sonst wäre ich mal auf dem Terrain von der Mühle. Mühle ist aber schon von der Schmiede. Von der bei der Schmiede, das könnten wir machen. Warte, hier komme ich wahrscheinlich nicht lang, da kommen wahrscheinlich die Lamas nicht lang. Ja, wobei doch, die müssten schon durch den Dekobaum durchkommen. Kommt mit, meine Kinder, ab durch die Wurzel. Ab durch die Wurzel. Kommet. Kommi. 1, 2, 3, 4, 5. 2 braune, 3 weiße. Oh, ich laufe hier irgendwie total in Kack. Ja. Warte. Schmiddi. So. Und die Ellie fliegt mal auch noch hinterher. Also wir haben ich habe meine Ellie wieder gefunden. Also schon sehr erfolgreich. Ne? Jetzt haben wir 5 Lamas. Eine schöne Karawane. Wir haben 6 Lamas. Das erste Lama wartet doch schon hier an der Schmiede. Ja, hast du ja auch einen Zaun hingemacht? Nee, noch nicht. Ich, nee, verdammt. Ja, mein Baurucksack ist Zaun. Ja, ich habe hier auch noch einen Zaun. Warte. Wie viel Zaun haschen? Ein. Reicht doch. Ja, ich bind doch jetzt nicht alle 6 Lamas an. Sollen sie doch ein, Horst. Mensch. Ach, das meinst du. Oh, Mann. Mendo. Oh, der Mann unmöglich, ne? Wo sind denn? Ach, da unten die Zäune meinst du? Aha. Ja, Zaun halt. Jetzt machst du hier deine Traptors weg und dann können wir sie in der Mitte einsperren. Dann ist es halt erstmal keine. Was war das? Hochofen. Das ist erstmal. Genau. Das sollte ein hoher Ofen werden. Lauf mir nicht rein, ich hau hier gerade mit. Wenn ich da jetzt mithaue. Hier, den muss ich in die andere Richtung gehen. Ja gut, eigentlich hätte man ja die. Nee, du hast den nach unten platziert, dann wären sie drüber. Nee, wären sie auch nicht. Die blockieren das trotzdem, die Dings. Tu mal schlafen, du. Ich kann nicht, ich hab eine Leine in der Hand. Da kannst du trotzdem schlafen gehen. Echt? Mit der Leine? Ja, mit der Leine. Okay. Gute Nacht, Lamas. Lama. Oh Gott. War einfach vorhin mein Ton weg und ich weiß nicht warum. Das hast du bestimmt in der Absicht gemacht, weil du mich nicht mehr hören wolltest, du. Sollte ich nicht. Oh. Was machst du denn da jetzt? Du solltest nicht den Zaun nehmen. Den ganz normalen Eichen- bzw. Fichtenholzzaun. Meine Fresse. Ach, da ist der. Ich hab den. Das ist der Zaun. Das ist der Zaun für meine Laternen. Den brauche ich doch wieder. Wenn ich den craften muss, ist doch alles für ein Kaka. Mensch. Bau doch den teuren Zaun hin, ne? Den ich eigentlich immer brauche. Ja, ich baue den Zaun, der eben gut aussieht, ne? Der andere sieht halt scheiße aus. Tomaten auf den Augen, echt wahr? Nee, nicht auf den Augen. Die habe ich woanders liegen. Ja, und Tomaten in den Ohren hat er auch, ne? Oh. Heute. Ja, Lama. Oh, stimmt. Man konnte Lamas ja. Man konnte sie nicht lenken, aber man konnte sie als Reittiere nutzen. Und es gab einen Mod, wo man sie auch reiten konnte wie ein Pferd. Echt? Ja, gibt's. Also, ich weiß, dass man Lamas mit einer Decke. Ja, aber du kannst sie nicht lenken. Die reiten halt in irgendeine Richtung. Das ist richtig, ja. Genau, und du kannst auch eine Truhe, glaube ich, an sie hinmachen mit ihrer Decke. Das aber gleich. Du kannst ist es fertig? Okay. Mach halt Zaun fertig. Ist ja egal. Die laufen jetzt hier nicht weg. Jo, Lama, komm her.
Ja, artgerechte Haltung. Wo ist jetzt das eine? Das waren doch 6 Lamas. Da sind jetzt. Da fehlt ein weißes, oder? Ja, das von dir. Ach, hier. Meine, meine Karawane ist ja da geblieben. Das wollte ich wieder weglaufen, nicht wie ich du. Wieso lässt du hier ein Dreierloch mit Dingen? Du kannst es doch drüber schmeißen. Würdest du das jetzt in den Zaun ersetzen, bitte? Ich hab den Zaun noch schon ersetzt. Das war jetzt gerade die. Ja, ich hätte die 3 Zäune, bitte. Mensch. Durch deinen Kopf heult. Hast du Henry gespielt oder ich? Ich aber die Zäune waren für mich gerade gar nicht mehr da. Da waren ja auch keine Zäune da. Ja, die hast du denn da hingesetzt? Ich hab die schnell hingesetzt, damit die dazu ist. Ja, gut. Ja.